Eine Bierkäsesuppe heute im schnellen Gericht. Das hat wahrscheinlich ein Bayer erfunden, der nach Südtirol ausgewandert ist. Hat die zwei besten Sachen von jedem Land zusammengebracht. Und daraus kommt so ein Süppchen und das schön mit Speckstreifen drüber. Herrliche Geschichte, mal ganz was anderes. Und Sie müssen keine Angst haben, mit Bier zu kochen. Also nicht nur trinken, auch kochen. Schmeckt wirklich lecker. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir schöne Bierkäsesuppe mit Baconstreifen, sprich mit Speckstreifen. Wenn Sie sagen, oh, das hört sich lecker an, finde ich auch, darum machen wir es ja eben. Ne? Mitgebracht, natürlich, ich meine, wir brauchen ein wenig, entweder Sie haben einen Gemüsefond oder Rinderbouillon oder irgendwas, da haben wir nicht. Ich habe einmal eine Gemüsepaste von mir mitgebracht. Einfach so ein Grundfond braucht man zum Suppenkochen. Ja? Einen halben Liter Bier. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, da passt nicht ganz ein halber Liter rein. Den Rest haben wir nicht weggeschüttet. Sahne brauchen wir noch dazu. Butter habe ich da hinten, Salz, Pfeffer, Sauerrahm, Zucker, Zitrone. Wo eine Zitrone drin ist, ist ein Zucker drin und umgekehrt. Und das Bier braucht es auch ein bisschen. Und wenn Sie ein Pilz nehmen, müssen Sie Obacht geben, dass es nicht zu bitter wird. Also da müssen Sie auf jeden Fall einen Zucker dabei haben. Ein Zwiebel oder ein Schalotten, wie Sie Lust haben, einen Knoblauch. Jalapeno. Und hier haben wir noch einen Bergkäse und hier haben wir natürlich einen Bacon. Den müssen wir als erstes reinschieben. Und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen für unsere gute Woche hier. Und was dauert am längsten? Natürlich der Bacon. Das ist kein Witz, weil das andere haben wir einen kleinen Topf rein. Einmal durchkochen, richtig schön mixen, abschmecken. Und unser Supperl ist fertig. Aber der Bacon, der dauert halt einfach. Der dauert zum Auflegen, der dauert zum Brutzeln. Und wenn er dann warm aus dem Ofen kommt, sofort raustun. Also nicht liegen lassen, sonst bricht er Ihnen nämlich. Sie haben aber den Vorteil, wenn der dann warm aus dem Ofen kommt, könnten Sie auch ein Ringchenformchen, eine S-Form oder irgendwas, was Sie Lust haben. Solange er warm ist, ist er formbar, danach zerbricht er. So einfach ist es. Und der Bacon ist ein bisschen zu viel für zwei Süppchen, aber ich habe gerade keine Angst, dass er übrig bleibt. Na? Drum, kein Problem. So, also fangen wir das Kochen an hier. Ofen ein. Ja, mit den fetten Fingern. Also nicht. Ja, na, Ofen ein. Das Zauberwort. Mag er nicht. Also, Pause. Da ist ein Schloss drauf. Mein Ofen läuft wieder. Sprich, ich habe die Sperrfunktion. Tja, was weiß ich, beim Putzen vielleicht. Eingeschalten, auf jeden Fall. Hat er mir jetzt nicht gewollt. Na? Also, der Ofen ist wieder entspannt. Kann nämlich beim Holzfeuer nicht passieren. Das konnte er bloß ausgehen und fertig. Aber das heißt, dafür hätten wir die ganze Arbeit. Zwiebelchen, Knoblauch. Hoppla. Einmal, zack, außen ist er. So muss das immer funktionieren. Leider Gottes ist das nicht immer so. Töpfchen habe ich auf Vollgas gestellt, also sprich auf die Stufe 9. Ordentlich Öl rein. Käse natürlich Obacht geben, nicht den Käse am Anfang mit in die Suppe. Käse wird immer erst bei der heißen Suppe drunter gemischt. Fertig. Käse und Butter kommt am Schluss mit rein. Hier brauchen wir ein bisschen Einlage, wir wollen ja Bindung bekommen. Und die Zwiebel ist meine Bindung. Jetzt muss ich Obacht geben. Gott sei Dank habe ich ein gutes Olivenöl von mir. Das ist nämlich schon ganz schön heiß da drin. Gute Olivenöle haben einen hohen Brennpunkt, von dem her müssen wir uns keine Sorgen machen. Machen wir die letzte Stückerler, weil das fliegt ja eh bloß rum. Der Suppen, jetzt kann aber völlig mehr drin ist oder nicht. Schön glasig schwitzen. Jalapenos machen wir gleich mit rein. Die haben mit Haut und Horn, also sprich auch die Kernle. Ich mag die Schärfe. Das ist eine angenehme Schärfe, da ist nichts
Ach, da pfeifst du nicht gleich die Zunge durch und du schmeckst nichts mehr die nächsten 10 Minuten, sondern das ist einfach eine sehr angenehme Schärfe, die ein bisschen weggenommen wird mit dem Zucker und der Zitrone. Deswegen muss man keine Angst haben, wenn man da ein richtiges Portionler reinhaut. Aber scharf ist er trotzdem, man riecht es, gell? Oder man merkt es. So, wenn das Glas sich angeschwitzt ist, haben wir uns ein Bier rein. Biersuppe. Wie schon gesagt, wenn sie Hälz erwischen, wenn sie Pilz erwischen, müssen sie ein bisschen mehr Zucker, Zitrone reinmachen. Wenn sie so hell ist wie ich habe, dann müssen sie nur zwecks der Nuance reingeben, sag ich mal. Ja? Also nicht gegen das Bittere kämpfen müssen. Darum werde ich von vornherein ein helles Bier nehmen. Dann haben sie keinen Ärger damit. Zitrone mal so ein Viertelste ungefähr hätte ich reingemacht. Zucker mit dazu, Salzen, Pfeffern. Und dass wir jetzt ein wenig einen Geschmack kriegen, jetzt gibt es ja diese ganzen Fertigbrühen, bin ich ja immer nicht der Freund. Jetzt will ich natürlich nicht bloß Werbung für mein Zeug von meinem Graffel machen, aber am Schluss ist es doch ein feines Würzmittelchen, Löffelchen rein. Sie wissen, dass nichts Schlechtes da drin ist. So, jetzt lassen wir das Ding durchkochen. Ich wische hier einmal drüber. Mein Käse steht parat. Meine Butter steht parat. Damit kann ich nämlich dann schön mixen. Mixer ist angeschlossen. Passt alles. Also hier 5-6 Minuten kochen lassen. Ich wische drüber. Mein Bacon dauert locker noch 10 Minuten. Und dann mixen wir das und dann richten wir an. Ich hole die Gläser dafür. Und dann haben wir eigentlich recht schnell gekocht zusammen. So, unser Süppchen sollte fertig sein und backen. Passt, aber ich tue noch was rein. Ja, hier unser Bacon ist fertig. Schaut aus wie gemalt. Ist leider bloß noch die Hälfte drin oder drauf. Ich ja, eine Sauerei. So, und jetzt das ist, was ich gemeint habe. Ja? Wenn Sie jetzt das da biegen wollen, dann biegen Sie es. Wenn das dann später fest ist, dann bleibt es ja so. Ja? Bloß einmal als Anschauungsobjekt, wenn wir es nicht mehr verwenden können. Dann muss ich halt das Runde essen. Aber wie heißt es so schön, ich opfere mich. Juhu. Haha. Ich hätte mir vielleicht keine Gabel nehmen sollen, ich hätte mir was Gescheites nehmen sollen zum Runde machen. Dann wäre es in einem Zuge gegangen. Ja, und deswegen habe ich ein paar mehr draufgelegt, weil doch ein paar zerstört waren. Ist so. Das schlägt man später raus. Das haben wir mal hierher gelegt, dass er ein kleines bisschen entfetten kann. Und jetzt ist das ja noch nicht gebunden, unser Süppchen. Ne? Das hat jetzt die Farbe, weil wir die Gemüsebrühe von mir rein haben. So, jetzt mixen wir das gute Stück einmal durch. Muss ich Obacht geben, dass ich keine Sauerei mache. Und das sind das ja Hochleistungsmixer. Die haben ja richtig was auf der Pfanne. Sprich, man kann relativ schnell gute Produkte machen. So, jetzt machen wir da 2 Stückchen Butter rein, den Käse und jetzt müssen wir dann schnell sein, damit es gleich wieder mixt, sonst gibt es einen Klumpen. So, jetzt lassen wir das mixen und nicht, wenn Sie jetzt einen billigen Stabmixer da haben, na, vielleicht ist er doch ein wenig laut. Machen wir vielleicht noch eine kurze Pause dazwischen. Wenn Sie einen normalen Stabmixer da haben und meinen, Sie kennen mit zweimal und dann ist die Suppe gemixt. Haut nicht hin. Ja, wenn da Bindung rein soll, dann muss das jetzt mal 1,5 Minuten richtig Feuer geben. Gläser haben wir da, vielleicht machen wir wirklich eine kurze Pause und ich kann da mal richtig durchstarten. Das hat jetzt mal 2-3 Minuten richtig durchgemixt. Wie schon gesagt, Hochleistungsmixer. Ne? Rentiert sich. Wow, riechen das fein. Und Sie sehen die Bindung. Da ist kein Mehl, da ist nichts drin. Da ist Butter und Käse als Bindung drin. Alles andere brauchen wir nicht. Und weil wir gerade im Moment von unserem Bacon gesprochen haben, das ist fest. Ja? Da könnten Sie jetzt ein wenig an Rucola durchstopfen. Und dann haben Sie ein schönes Bacon-Röllchen mit Rucola gefüllt. Nur mal so als kleine Zwischenimpfung natürlich, ne? Vor lauter Impfen gibt es schon die Zwischenimpfung.
So. So. Was, man hätte es auch reinstecken können, dann stecken wir eins noch rein. Wir haben ja genügend Bacon, ganzen. Noch haben wir genügend ganzen Bacon. Auch fein. Ja, fast noch feiner. Da hinten. Passt, ein wenig Kresse drauf. Können sie, müssen sie nicht, ne? Aber es schmeckt gut und schaut natürlich auch gut aus. So, Blattpetersilie haben wir noch. Dann haben wir eine schöne Farbe da. Bierkäsesuppe. Riechen tut's. Wow. Der Tisch, sehe ich gerade, schaut katastrophal aus, weil man mein Bacon, weil ich recht sorglos mit meinem Bacon umgegangen bin. So, haben wir sehr feine Suppe, sollten Sie mal probieren. Das da, tja, ist übrig. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Rendiert sich wie immer zum Nachkochen. Jetzt ist das Schloss weg. Ne, jetzt ist das Schloss wieder da. Wie entsperre ich den Ofen? Ich weiß nicht einmal, wo das Schloss ist, Ivo.